es neulich Stress zu Sexismus, ein bisschen der anderen Art. In einer Politik-Talkshow hat der Moderator die weiblichen Gäste gefragt, ob sie Christian Lindner, den FDP-Parteichef, scharf finden. Also es war schon ziemlich daneben, wie der Strunz Lindner vorgeführt hat. Man hätte die Frage zum Image eleganter lösen können. Und irgendwie haben sich alle vor dem Fernseher gefragt, sagt da jetzt mal jemand was? Und dann kam linken Politikerin Katja Kipping. Ich bearbeite noch, dass zum ersten Mal bei einem Mann vor allem über Äußeres gesprochen wird. Wir haben uns sonst immer beschwert, wenn das bei Frauen der Fall ist. Aber, das ist jetzt ein interessantes Phänomen. Ja, ich überlege, ob das die Gleichstellung ist, für die ich wollte. Dass Charisma in der Politik jetzt nicht ganz unwichtig ist, ist aber auch kein neues Phänomen. John F. Kennedy, Chirac, die hatten alle auch ihre Fanclubs. In unserer Gesellschaft, in denen Bilderfluten und Instagram-Accounts mittlerweile zum Durchschnitt gehören, ist diese Trudeauisierung der Politik doch längst angekommen. Was aber beim Alten geblieben ist, ist, dass eine schöne Verpackung die Kompetenzen eines männlichen Politikers doch nur recht selten in Frage stellt. Das sieht man bei Macron, das sieht man bei Lindner und auch bei Sebastian Kurz, der in Österreich zu den Wahlen antreten wird. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, ob das auch bei weiblichen Spitzenpolitikerinnen der Fall ist?